Ich Ja. merke, dass sich einiges im Mittelstand verändert. Also ich habe viel mehr in der Quali, die sagen, hey, Insolvenz oder auch Budget gestrichen und so, ne? Jetzt frage ich mich, was soll ich anpassen? Ja. Also, das allererste ist, dass ich nicht irgendwie in jeglicher Hinsicht davon ausgehen würde, dass jemand nicht so ist. Ich gehe voll der Kanne davon aus, dass dem so ist. Und ich glaube, dass es im Monat auch schwieriger wird. Das ist halt ein Problem, das allgemein der bekannten Lage geschuldet ist und das allgemein jetzt auch die letztendliche Auswirkung ist von allem, was gleichzeitig passiert. Also Inflation, Energiekosten von vorher. Gerade gehen halt Leute pleite, die nicht effizient gewirtschaftet haben und die anderen Leute sind einfach jetzt gerade erstmal am Abwarten. Ich habe auch das Gefühl, dass wir so ein abwartendes Szenario haben werden, bis wir mindestens durch irgendeine andere Art von externen Impuls das Gefühl bekommen, dass es noch schlimmer oder besser wird. Witzigerweise kriegen wir dieses Jahr wieder eine EM im Sommer. Kann sogar sein, dass irgendwie aus irgendeinem Grund das dann wieder hier anfängt, sich von der Laune zu drehen. Ich habe keine Ahnung, ob dieser typische deutsche Mechanismus ist, immer irgendwie mit einem Sportevent das wieder hinzukriegen. Aber der wesentliche Faktor ist, dass ja, alles, was nice to have ist und als nice to have kommuniziert und wahrgenommen wird, ist nicht mehr marketable. Das ist eigentlich so die Quintessenz. Also sofern ihr auch nur ansatzweise eure Angebote nicht koppelt an Mehrumsätze und sofortige Einsparungspotenziale und sofortige Effizienzgewinne, ist euer Angebot quasi dead in the water, und zwar instant. Das also, es muss sofort in jeglicher Hinsicht transparent sein, was der ROI ist und inwiefern es sofort etwas bringt. Da immer das nicht am Telefon eindeutig ist, dass so automatisch so diesen Nice-to-Have-Effekt. Und wenn es nicht unmittelbar etwas bringt, ist es halt wirklich damit nicht marketable. Okay, das heißt, erster Schritt, was Falk auch schon sagte, wäre dann auch den Angebotssatz zu ändern, ne? Weil momentan ist es so, wie du dein Team führst, dass es auch ohne dich läuft, aber das will ja tatsächlich gar keiner im Moment. Ja, aber der wesentliche Punkt ist halt, ja, Kaltakquise, Telefon. Also nicht irgendwelche Leute anschreiben und so weiter. Es ist nur Telefon, was relevant ist. Du brauchst die Schlagzeilen, du brauchst die Lärmkurve, Signifikanz. Aber ja, irgendwie so, yo, dass ich nicht mehr selbst so viel arbeiten muss und so weiter, ist halt, yo, ich bin froh, wenn ich Arbeit hätte. Ja. Also was ist, also wenn ich jetzt Arbeit habe, dann würde ich gerne mich selber darum kümmern, damit die Kunden auch nicht abhauen. Also es ist also praktisch gesehen wirklich eine komplette Nice-to-have-Argumentationsfolge. Im B2B-Kontext, ne? B2C läuft immer noch. Also das ist immer Leute, die Geld haben. Das ist nicht das Problem. Hab mir vier Sätze überlegt, kannst du da mal drauf gucken, wie die sind aus deiner Perspektive? Ja, klingt für mich erstmal alles nice to have. Ja. Verstehst du? Also, wo ist Krass. die Connection zu Geld? Erklär mir, wie. Produktivität. Nein, Produktivität ist auch nicht Geld. Okay. Wo ist das Geld? Anders gefragt, letzten Case Studies. Wo ist das Geld der letzten Case Studies? Ihr müsst ja gar nichts Mehr groß, Umsatz, ja? ihr müsst ja gar nichts groß erfinden. Ihr müsst einfach nur die letzte Geschichte erzählen, die funktioniert hat. Letzte Mehr Case. Umsatz mit weniger Mitarbeitern. Genau. Hey, ich zeige dir, wie du 2 bis 3 Mitarbeiter feuerst, dadurch die Kosten senkst und durch eine Reorganisation der Arbeitskräfte mehr Umsatz sogar machst und weniger Leuten. So, wenn jetzt einer jetzt am Telefon erstmal das sagen würde, nur als Opening, wäre es schon mal nicht verkehrt. Klingt grundsätzlich interessant. Nur als Beispiel dafür, wie du sofort dasselbe Ding anders ausdrücken kannst. Okay, aber das kann ich nicht auf meine Homepage schreiben, so, ne? Kann man eigentlich, warum nicht? Was spricht dagegen? Wenn Mitarbeiter sich die angucken, ist vielleicht nicht so geil, oder? Ist egal, ob mir Mitarbeiter die angucken, das sind nicht meine Kunden. Okay. Und die restlichen Mitarbeiter wissen direkt, wo der Wind weht, wenn jemand kommt. Ja, das kann so sein. Also, sorry, aber Ja. kommst du auf die Gedanke, dass du das nicht schreiben kannst? Wenn das genau das ist, die Attitude, die einzig übrig gebliebene Attitude, eine jegliche Form von wirtschaftlicher Krisensituation zu überleben. Dass die Leute, ja, also ist es bei euch angekommen, dass es keinerlei Wohlstand gibt mehr, den es zu verteidigen gibt, über den aktuellen Maß hinaus wesentlich? Ist es bei euch bewusst, dass wir jetzt hier davon reden, dass es die nächsten 2 bis 3 Jahre instant Auswirkungen geben wird? Also wirklich krassester Natur. Wir werden Kürzungen im Sozialstaat haben ohne Ende. Es wird nahezu alles privatisiert werden binnen kürzester Zeit. Und es wird hier alles wieder zurechtgestutzt werden auf maximale Efficiency. Und alles, was überschüssiger Ballast ist, wird einfach abgeschnitten werden. Wir werden auch wieder Atomkraftwerke bauen. Das wird auf jeden Fall auch wieder passieren. Siehe drumherum, jeder andere in ganz Europa hat sich schon wieder dafür entschieden, das auszubauen. Mit dem Negativbeispiel Deutschland. Es wird auf jeden Fall sich hier wieder ändern. Aber das Ding ist, es muss aber erst jetzt in der Mikrowirtschaft losgehen, wo es in der Makrowirtschaft als Trend oft aufkommt. Weil das ist Entropie. Entropie beginnt immer auf der kleinen Ebene, also auf der maximalen Ebene beginnt. Das heißt, makroskopische Änderungen gehen mikroskopische Änderungen nach. Es gibt Randomisierung auf der kleinen Ebene, wo ein Trend sich mal nicht manifestiert und der geht auf die größere Ebene hoch.
Leute, also die Massentrends folgen den kleinen Trends. Also wir müssen jetzt hier anfangen, hypereffizient zu arbeiten. Es müssen alle maximal IT digitalisieren. Jeder unnötige Mitarbeiter muss rausgeschmissen werden. Und alle müssen auf die Straße gesetzt werden. Und alles ist gut. Das Gute, was momentan noch passiert ist, es gehen so viele Leute in Rente, dass die offenen Stellen kompensiert werden von den Leuten, die woanders entlassen werden. Das heißt, wir haben faktisch gesehen keine größere Arbeitslosigkeit, aber es gehen genug Leute in Rente. Deswegen wird das in Deutschland noch kompensiert. Und es ist nicht so sichtbar tatsächlich. Problematik, sonst wäre es noch größer. Aber definitiv, jede Art von Nice-to-Have-Angebot ist faktisch gesehen tot. So, im P2B-Kontext. P2C ist immer Nice-to-Have. Immer Luxus. Dann habe ich mich natürlich auch gefragt, muss ich mein Pricing anpassen? Ja, das ist die nächste Idee. Ja. Ich glaube, viele Leute haben sich komplett outgepriced und es könnte sein, dass es mehr Kunden zu einem moderateren Preis, es kann sein, dass ihr dreimal mehr Kunden habt bei 2/3 der Preise. Den Eindruck habe ich nämlich gerade, ja. Das ist das Ding. Also ich denke, dass ihr nicht krass mit den Pricings nach oben gehen solltet. Ihr solltet vielleicht von 2020 auf 2024 inflationsmäßig ausgeglichen haben, plus 20%. Also auf jeden Fall, wenn ihr euch alten Preise von früher anguckt, versus aktuelle Preise, solltet ihr auf jeden Fall die Inflation mitgenommen haben. Aber ich würde jetzt einfach nicht pauschal zum Beispiel jetzt versuchen, 60.000 Offers zu verkaufen, wenn ich weiß, 30.000 wird den ganzen Tag gekauft. Dann lieber mehr Kunden und mehr Arbeit und dafür mehr Geld insgesamt und vor allem die Gefahr auf mehrere Schultern verteilt. Also lieber ein Portfolio von Offers haben, von Zahlungsflüssen, als einige Großkunden, die mir potenziell wegfliegen können. Das ist generell der smartere Move. Und generell sollte man halt immer schauen, dass man nicht deine Kunden maximal auspresst bis auf das Letzte, damit du lieber Leute hast, die auch noch Lust haben. So, ne? Also, jo. Ja, mein Gedanke war, in so zwei Richtungen zu gehen. Einmal zu sagen, die auch vor Ort Zusammenarbeit haben wollen und so weiter, das ist dann entsprechend hochpreisig und das andere halt tatsächlich in Gruppe und einfach ein bisschen günstiger, dass es mehr leisten können. Ne? Ja, das Gute ist ja, das Geld ist nicht weg. Das Geld ist woanders. Das darf man nie vergessen. Das Geld ist immer noch woanders. Es gibt immer wieder irgendeine Branche, die explodiert. Aber das ist ja so, das Geld verschwindet ja nicht. Es ist einfach woanders. Im Zweifelsfall ist es bei Versteht ihr? Also, es ist immer woanders. Wir haben gesagt, der hat irgendwie 29 Millionen Euro Jahresgehalt bekommen, jahrelang. Das war schon lustig, privat. Auf jeden Fall, der Punkt ist, das Geld ist irgendwo gelandet. Und die Frage ist, wer hat es jetzt und was für eine Branche ist es jetzt? Mhm. Es gibt irgendeine Branche, die gerade explodet, aus irgendwelchen Gründen, weil andere nicht gut laufen und es Ersatzangebote gibt. Und natürlich ist es immer irgendwo was zu finden. Zum Beispiel gibt es einfach so einen Bereich, der am Boomen war. Oder ist ja alles Mögliche in diesem Energiebereich, geht ja immer was auf und hoch. Wird ja gerade subventioniert, manche werden nicht mehr subventioniert, dafür wird woanders subventioniert, irgendwas boomt immer in irgendeinem Bereich. Und die Frage ist, was ist es dieses Mal? Und das darf man nicht vergessen, dass in einem Bereich die Energie einfach woanders hingeht. Und da muss man einfach ein bisschen flexibel sein bei den Themen ebenfalls und den Branchen. Ne? Was ist es dieses Mal? Das müssen wir dann schauen, welchen Bereich gerade Wachstum ist. Das sieht man aber immer ganz gut daran, wenn euch mal immer anschaut, ist immer so ein oder zwei Jahre leider hinten dran. Aber wenn ihr einfach nochmal die Financial Times Liste euch anguckt mit diesen 1000 Wachstumsunternehmen, die Fast Growing Companies 23 zum Beispiel, hier die, ne? Das ist das 24er Ranking. Dann geht ihr auf diese Liste hier drauf und dann seht ihr alle Unternehmen, die stark am Wachsen sind, die letzten 3 Jahre oder so, auch alle Deutschen gibt es dann teilweise auch. Dann gibt ihr die ganze vollständige Liste von einfach allen 1000 Unternehmen, die am stärksten wachsen in ganz Deutschland. So. Da sind ein paar Agenturen dabei, ein paar deutsche Unternehmen auch dabei, die man kennt. Aus dem Markt hier sind auch mal Leute dabei. Wenn ich mir einfach nur das hier angucke, dann müssen wir schon eine Idee bekommen, wo es irgendwo weitergeht. Weil die sind ja gewachsen, obwohl es Probleme gibt. Insbesondere, wenn du dann jetzt hier Germany eingibst, dann findest du ja trotzdem noch irgendjemanden, der ballert. Wer hätte gedacht, Solartechnik ist am Start, also in ihren Sachen. Oder Energy. Oder irgendwas. Wie kann denn hier irgendwie so eine Baufirma wachsen mit einem Speed von 500% pro Jahr oder so? Was stimmt hier nicht? Weißt du, irgendwelche Matrix-Outlier gibt es ja immer. Und es gibt von jedem, der hier auf der Liste steht, gibt es ja 20 Copy-Paste-Anbieter. Also das ist mal eine Idee jetzt, ne? Was man machen könnte. Also es ist immer nur, man könnte sich mal Sachen angucken. Leider ist das immer so 1 oder 2 Jahre zeitverzögert. Aber es ist ja eine Tendenz da. Und IT geht sicher auch ab. Irgendwelche Bereiche gibt es immer, die wachsen. Oder in einer Branche gibt es immer jemanden, der wächst, obwohl alle anderen nicht wachsen. Dann macht ihr immer irgendwas anderes. Teilweise ist es euer Job eigentlich nur, um das mal auf den Punkt zu bringen. Euer Job als Agentur oder Berater ist der folgende. Ihr geht überall rein, habt eure Kunden. Und was ihr mal machen solltet, ist nicht so das absolute Minimum, sondern mal richtig sich reinknien, einfach mal wirklich rauszukriegen, was macht die Leute, die Outlier sind, die Top-Ergebnisse haben, was macht die wirklich anders als der Rest? Und dann einfach wirklich mal Erkenntnisse
weil die ja teilweise selber nicht wissen, warum sie erfolgreich sind, einfach mal Erkenntnisse zu sammeln, auch durch diesen Blick über alles, mal wirklich so Systematiken abzuleiten, dann allen wieder zur Verfügung zu stellen, damit alle immer das Best of all Worlds haben bei sich und dann alle outperformen richtig krass. Und dann kann man das ganze Know-how mal systematisieren und einfach in der Beratung besser an den nächsten Kunden weitergeben. Heißt jetzt nicht, dass da irgendwie in Know-how geklaut wird, sondern es wird im Kreis verbessert. Jeder hat ja irgendwas, was der andere nicht so geil macht. Verstehst du? Ja. Das ist halt am Ende die Quelle. Dein Beraterjob ist eigentlich, diese totale zu Sicht zu haben, diese 360-Grad-Sicht, und einfach zu checken, was abgeht und was nicht abgeht. Nee. Und dann immer in einer Branche einfach die Outlier zu produzieren, einfach die Sachen mitzugeben. So, ich sag nicht, dass da draußen einfach ist oder so gerade. Ich sag nur, dass das Fett kommt weg und irgendwie werden Leute durch den Anpassungsdruck gezwungen sein zu Innovationen oder zur Implementierung von Sachen, die sie einfach vorher nicht gemacht haben. Das wird aber jetzt nicht ein Mitarbeiterthema sein, sondern vielmehr ein Thema im Bereich Kostensenkung, IT, Neukundengewinnung, bessere Kundengewinnung und so weiter und so fort.